Aloha und weiter im Text mit An American Tale. Wir fliegen mit Henri, der französischen Taube, durch New York und müssen darauf aufpassen, nicht von Tauben, von den Enten und so getroffen zu werden. Und wir dürfen auch nicht ins Wasser fallen. Denn Henri hat Feivel aufgelesen, nachdem er in New York angespült wurde. Den Zug hört niemand. Ja, die Steuerung ist immer noch schön schwammig. Man kann fast gar nichts machen, um nicht irgendwo gegen zu fliegen. Hör auf zu blinken, ich sehe dich sonst nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja, man sieht auch nicht, wie viel Schaden er einstecken darf. Ach so, doch da. Großer blauer Balken, egal. Den ignorieren wir mal eben. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich nur jedes zweite Vogelfutter einsammle. Aber besser geht nicht. Ja, tut mir leid. Pfeil. Ich muss mich jetzt durch den dicht befahrenen Hafen und dicht beflogenen Hafen New Yorks schlagen. Hallo Ente. Tschüss Ente. Indem ich hier Vogelfutter einsammle, das so überm Wasser schwebt. Entschuldigung. Das Vogelfutter bringt mir Energie. Ist logisch, ne? Und hier ist die Titanic. Guten Tag. Könntest du nicht gegen den Schornstein fliegen, bitte? Ich habe gesagt, naja, okay. Ignoriere mich. Du bist ja nur ein Vogel. Wow. No. Nein. Ja, Slalom ist jetzt hier nicht so das Wahre. Wer braucht schon Vogelfutter? Nehmen wir ja die Gondel. Die Boje nehmen wir noch mit, ne? Die brauchen wir. Das wird nichts. Das wurde doch was. Haha. Vogelfutter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich folge einfach den unauffälligen Vogelfutterspuren, den ich so gut folgen kann. Also, am schlechtesten ist eigentlich, dass der Controller so schwammig reagiert. Also, nicht der Controller, sondern die Figur. Also, ich schiebe Henri nach links und er reagiert erst 5 Stunden danach. Meins. Das Vogelfutter, da will ich haben. Und gleich wieder hoch. Oh. Es ist mir fast unmöglich, alles einzusammeln, weil er gar nicht so. Oh, ein Piratenschiff. Ja, weil er gar nicht so reagiert, wie er reagieren müsste. Ja. Wir fliegen einfach mal anders, wa? Die Anzeige wird rot. Das ist, glaube ich, nicht gut. So. So, das will ich haben. Aber schwimm nicht. Schwimm nicht zu weit. Nein. Vogel. So. Der Pfeil sagt mir, ich muss da lang. Muss, glaube ich, ein bisschen weiter runter. Ja, und ab ins Wasser. Oder? Nee. Machen wir ein anderes Mal. Warum laggt das Spiel? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, cool. Cool. Moment. Henri hat keine Energie mehr. Starten wir das Level nochmal neu. Diesmal bitte ohne Lags. Ich habe gesagt, bitte ohne. Moment. So. Ich habe mal eben Fraps neu gestartet. Bitte funktioniert jetzt besser. Ja, es lag wieder mal an Fraps. Ah, wie ich es liebe. Nein! Oh, nicht ins Wasser, wenn du so gütig bist. Henri, meine liebe französische Taube. Aua.
Ja, Sonntagsflieger. Die, nee. Die haben ihren Flugschein auf dem Jahrmarkt gemacht und, naja. Kennt man ja. Aua! Oh, das war jetzt aber gemein. Das Boot will ich nicht mitnehmen. Das muss nicht sein. Das da auch nicht. Also, warum fahren hier im Hafen überhaupt Schiffe lang? Also, ist doch total unnötig. Man sieht doch, dass man auch anders hier durch die Gegend karren kann. What the? Nicht ins Wasser! Du bist keine Ente. Du bist eine Taube. Oh Gott. Es ist so schwierig. Nein, nein, nein. Das Spiel ist ohne Altersbeschränkung. Und jetzt laggt es wieder. Großartig. Ach, macht das einen Spaß. Nicht. Aber vielleicht sollte ich nicht so viel über das Spiel meckern, dann würde es vielleicht auch nicht so viel laggen. Oder ruckeln. Nicht in die Wellen. Du bist kein Delfin. So. Darüber. Da rund. Na, okay, dann. An der Titanic vorbei. An der Titanic vorbei. Gut, drüber fliegen ist auch in Ordnung. Solange du den Schornstein nicht mitnimmst und auch nicht ins Wasser fliegst. Das wird nichts, das wird nichts. Habe ich so das ungute Gefühl. Henri, hol dir etwas Vogelfutter. Oh nein. Henri hat keine Energie mehr. Starten wir das Level noch einmal. Mhm. Aber so langsam gewöhnt man sich wieder an diese eklige Steuerung. Danke, Vogel. Was habe ich dir getan? Hä? Ich bin doch nur eine einfache Taube. Ich will einfach nur mein Vogelfutter haben, diese kleine Maus hier durch die Gegend fliegen. Und ihr kommt und rammt mich hier, als wäre ich sonst was. Ja, nein. Okay. Nehmen wir den anderen. Okay. Sieht gut aus? Sieht gut aus? Sieht gut aus? Und hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, ich sehe den Pfeil. Ach doch, ich sehe, wo er hinzeigt. Ich bin keine Robbe. Sharon, du bist keine Robbe, also verhalte dich auch nicht so. Ups, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Du bist keine Ente und auch keine Möwe. Was hat mich gerammt? War es das Schiff? Aua. Nee, den kriege ich nicht mehr. Ja, hallo. Hallo, heiß und fettig, hallo. Bonjour, ich muss noch diese kleine Maus zu ihrer Familie bringen. Mhm. Nein, unten bleiben. Henri, bleib unten. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass in Fievel der Mauswanderer Henri und Fievel durch den New Yorker Hafen geflogen sind und Vogelfutter eingesammelt haben. Aber, naja, es ist auch schon eine Weile her, seit ich den Film gesehen habe. Man kann sich ja auch irren. Man kann ja auch einiges vergessen haben. Gut. Hoch mit dir und nicht gegen den Boot. Ne? Deutsch ist eine schwere Sprache. So. Rüber. Verfehlt das Vogelfutter? Das ist was, Vogelfutter ist was für Weicheier. Wer braucht das schon? Ja, ich sag ja. So. Wir üben jetzt mal schwimmen. Du willst die kleine weinende Maus nur zu ihrer Familie zurückbringen. Aber du übst vorher noch Sturzflüge und... Ja, du bist ein ganzer Vogel. Ein ganzer Täuberich. Was ist die männliche Form von Taube? Gibt's da eine? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Darf ich nochmal daran erinnern, dass das Spiel kein USK hat? Hm? Ja, ja. Manu, warum trifft mich diese blöde Ente? Ist doch voll gemein. Ich habe ihr nichts getan. Ich will einfach nur diese Maus hier durch die Gegend fliegen. Und Vogelfutter dabei sammeln. Warum auch immer ich das will, aber ich will es irgendwie. Und... Jetzt nicht gegen den
Felsen, aber auch nicht über das Futter drüber, ne? Die nehmen wir mit. Die Ente. Oder die Gans. Die sehen eher aus wie Wildgänse und nicht wie Enten. Okay. Ja. Ich glaube, jeder braucht so ein Steckenpferd, in dem er richtig schön failen kann. Das ist meins. So wie meine anderen Let's Plays auch. Ups. Es irritiert ein klein wenig. Ja, machen wir. Fraps, was habe ich dir getan? Hm? Wobei ich jetzt nicht weiß, an wem es liegt. Im Spiel? An Fraps? An den neuen Einstellungen? Oh Leute, so geht das nicht. Moment. Es laggt nicht mehr. Fraps neu gestartet und die Einstellungen des Grabber-Programms resettet. Mehr kann ich spontan nicht tun. Und mehr habe ich auch nicht verändert. Also Fraps habe ich gestartet und ich habe ein wenig an den Einstellungen meines Grabber-Programms rumgespielt. Merke fürs nächste Mal, nie wieder tun. Ich bin durch den Mast geflogen mit PF. Und das Futter habe ich gerade bekommen, weil ich es kann. Also, jetzt habe ich es nicht bekommen, obwohl ich es mit dem Flügel berührt habe. Ich blinke, obwohl ich schon lange nichts mehr berühre. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel mag mich nicht mehr. Ich kann mich aber auch irren. Ja, wer ist Henri? Henri ist eine Taube. Die... Oh oh. Wohin muss ich? Der Pfeil sagt, ich soll jetzt gleich nach unten. Ups. Hä? Da ist Vogelfutter. Ich brauche Vogelfutter. Niemals, sag niemals, egal was passiert. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Irgendwann sagt er mir, ich fliege in die falsche Richtung. Das finde ich aber irgendwie uncool. Naja, Henri ist eine Taube, eine männliche Taube. Und der sammelt Feibel irgendwann auf. Und Feibel ist der Meinung, dass es ganz unmöglich ist, dass er als kleine Maus seine Familie im großen New York, im großen Amerika wiederfindet. Und Henri bringt ihm dann bei oder sagt ihm dann, er soll niemals, niemals sagen. Ja. Und letztendlich findet Feibel seine Familie ja auch wieder. Aber natürlich nur unter dem Leitsatz, niemals, sag niemals, egal was passiert. Niemals, sag niemals, nie mehr. Ja, das waren noch Zeiten, in denen kleine Mäuse gesungen haben und ihre Familie wiedergefunden haben. Ja, ich habe das Gefühl, dass dieses Vogelfutter mich in eine bestimmte Richtung lenken will. Aber man kann sich ja natürlich auch irren. Nein, 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 nein. Upsala. Bis jetzt habe ich, glaube ich, alles schon eingesammelt, was ich einsammeln muss. Das ist gut. Aber, ja, diese Folge ist voller Schnitte und na, die ist schon ganz schön verletzt, die Folge. Aua, 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 aua. Den Zug hört niemand. Toll, jetzt habe ich Vogelfutter verfehlt. Ganz toll. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit An American Tale. Oh, buddy.